Rodrigo. Best von 5. Die Aufnahme läuft komplett gut. Was denn jetzt? Der Tier. Captain Falcon gegen Rio. Ja, für mich ist, ist Charizard auf Ridley so. Okay. Das hätte ich auch noch geschafft, das reinzuschreiben. Ich möchte es nicht drauf anlegen. Ja, aber... Oh ja. Moin. Werden wir kommentatorisch unterstützt. Kommentatorisch unterstützt? Ja, vom TO selber. Ich schreibe mich da nochmal eben selber rein. Und du sitzt da irgendwo. Ja. Man wahrscheinlich mich eh nur um mich dann. Wenn man rüber wechselt. Irgendwo da. Okay, let's go. Captain Falcon Lucario, was kannst du mir zu diesem Matchup sagen, Blau Cube? Schätz mal, wenn Lucario Hits trifft und die auch richtig einsetzt, dass er sehr schnell Zero to Death hinkriegt. Weil, soweit ich weiß, dass er auf Fast Forward da eigentlich recht gute Kombos. Und CF ist ja keine Ausnahme. Oh, hab ich wahrscheinlich die Textur verhauen. Hab ich wahrscheinlich die Yoshi's Island ist auch nicht drin. Jung. Das Ding ist bei Fast Fallern, dass für Lucario sehr spät erst die Kombos anfangen. Also du musst schon überhaupt Prozente reingekriegt haben. Und vor allem Captain Falcon ist eigentlich sehr stark im Neutral, während Lucario sehr wenig Möglichkeiten hat, großartig zu approach. Das ist ein bisschen kacke für Lucario. Ja, bei Disjoints, also. Nicht unbedingt wegen der Disjoints, sondern weil Lucario insgesamt ein sehr schwaches Neutral hat, weil er halt so ein krasses Combo hat. Du siehst hier, dass Marbo sehr oft für Upthrows geht. Er hat zwei Möglichkeiten. Upthrow für Fastfaller und Downthrow für Floaty oder was? Für genau Floaties. Und dadurch, dass Captain Falcon so ziemlich der fasteste Faller aller Zeiten ist, glaube ich zumindest. Nee, Wolf fällt schneller. Ach stimmt, er hat den. Nee, warte, er hat Wolf fällt schneller. Aber wenn Captain Falcon tatsächlich den Fastfall einsetzt, dann ist er irgendwie der schnellste. Irgendwie sowas war das. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war Wolf, Fox, Falco und dann Captain Falcon. Ja, irgendwie so in der Richtung. Jedenfalls wirst du sehr, sehr wenig Downthrow gegen Captain Falcon sehen. Das ist schlicht und einfach nicht gut. Sehr schöner Game von Marvel. Sehr sauber da gemacht. Vorteil ist natürlich, alle unsere PM-Spieler haben jetzt nicht so viel Matchup-Erfahrung oder irgendetwas. Und das können die jeweiligen PM-Charaktere sehr ausnutzen, wie du hier siehst. Ja, das ist mein Break. Ja, Chaos weiß überhaupt nicht, wie er das die eine hat. Ich glaube, er weiß nicht mal, was da für Knöpfe gedrückt werden. Er ist komplett überfordert mit den Lucario-Kombos. Aber er muss halt auch nicht sonderlich viel machen, um Lucario rauszuspielen. Eine gut platzierte Nair und... Also ich finde, dass Lucario in der Luft, also wenn er an sich allgemein in der Luft ist, ohne den Kombo geschadet zu haben, halt recht viel struggelt. So dass er auf dem Ground viel mehr... Der Lucario also muss grounded bleiben, das ist klar. Best of three. Ja komm, es ist schon fast Mitternacht. Wir machen nur die letzten vier Best of three. Lucario muss grounded bleiben. Er hat nicht so viele Area-Möglichkeiten. Was halt als Pro-Shot ist, Dash Attack und die Down-B dann Aura verbrauchen und daraus irgendeine Area nochmal rausziehen. Oder Tilt oder sowas setzen. Ja. Irgendwas aus der Down-B heraus. Und für das heißt, er hat zwei Möglichkeiten zu approachen und für das eine braucht er Aura. Das heißt, ein Lucario ohne Aura ist quasi eine Sitting Dark. Startet ja, glaube ich, mit einem Aura-Punkt schon, oder? Vor allem gegen einen Charakter wie Captain Falcon, der mit einer Nähe so viel Stage-Kontrolle erzeugen kann. Ja, das ist ein guter Pick von Maru. Er kann hier ein bisschen Captain Falcons krassen Neutral Game aus dem Weg gehen. Die Plattformen sind auch sehr hoch, sodass CF eigentlich fast immer Double Jumpen muss, um da irgendwas draus zu machen. Ja. Na?
Ich glaube, Chaos fängt an, ein bisschen zu verstehen, wie er gegen Lucario rein muss. Oh, never mind. Ja, sieht er. Für den ersten Stock nach recht. Für Marvel aus. Boah, das war das erste Mal, dass er Down Throw gemacht hat und Captain Kalis hat überhaupt keine Ahnung, wohin zu gehen. Krass. Ja, weil ich super gechoked habe hier. Meistens, mir war immer ein PM. Salzboy. Jo? Oh, okay. Tschüss. Wenn du dich schon hier mit hinsetzt, dann müssen wir schon das hier machen. Netter Combo. Ich weiß gar nicht, ob der, ist das mit dem Command Grab ist er halt, muss er direkt an ihm dran sein so? Weißt du das? Sachen, die man nie verstehen wird. Lucario. Mavo. Yeah.
Was hat Dings? Abi? Er spielt zwar mega gay, aber leider ist es sehr effizient und sicher. Ja, nein. Oder du musst so weit delayen, dass die letzten Hits einfach weg sind. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Oder du haust mit dem, also mit dem Schwert so hoch, dass die Animation und die Hitbox nie treffen. Soweit würde ich jetzt sagen. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Wie lief das zweite Match? Wie hat Marvo gewonnen? Also mit zwei Stocks. Also ja, zum Ende hat er noch diese Grab Side-Beat gemacht aus der Luft. Okay, das heißt, Chaos hat CF gewählt. Halte ich für eine ganz schlechte Idee, weil Lucario sehr, sehr stark auf Final Destination ist, weil Captain Falcon, beziehungsweise weil er einfach keinen Grund hat, seine Combo zu droppen. Es gibt keine Plattform, auf den Captain Falcon ausweichen kann. Und Lucarios Combo-System ist extra so gebaut, dass es keinen Combo gibt, es sei denn, der Gegner ist sehr gut in sowohl DI als auch SDI, wovon ich nicht glaube, dass Khalid eine Ahnung hat, zumindest nicht in diesem Spiel. Ja? Hanna, dafür, dass das ein so guter Pick für Marvo war,